VW-Stämme, VW-Vorzüge, die Porsche Holding und bald auch noch die börsennotierte Porsche AG. Wer ins Volkswagen-Imperium investieren möchte, hat als Aktionär, als Anleger die Qual der Wahl. Aber welches ist die richtige Wahl? Meine Gedanken dazu, die gibt es jetzt sofort in diesem Video. Bis gleich. Sei gegrüßt, lieber Sören, willkommen auf meinem Aktienkanal auf in eine neue Woche. Es hat mich sehr gefreut, dass das Charlie Munger Video so gut bei euch angekommen ist. Ihr wisst, ich bin Fan von Charlie Munger und dass über 25.000 Leute sich das angeschaut haben, hat mich wirklich sehr gefreut und motiviert. Für das heutige Video hat sich das Thema quasi selber ergeben bzw. aufgedrängt. Der größte Börsengang in der Geschichte Deutschlands und der größte in der EU seit 1999 stehen an, nämlich der von Porsche. VW will jetzt tatsächlich seine Porsche-Tochter selber an die Börse bringen. Und zwar bereits Ende diesen Monats, spätestens aber bis zum Dezember. Und VW peilt dabei eine Bewertung von 60 bis 85 Milliarden Euro an. Das Spannende dabei, das obere Ende dieser Spanne liegt nur minimal unter der aktuellen Gesamtmarktkapitalisierung des VW-Konzerns von 87 Milliarden Euro. Das zeigt, wie hoch dieser Konglomeratsabschlag bei VW immer noch ist und wie hoch das theoretische Kurspotenzial ist und das Potenzial ist gehoben werden könnte bei der VW-Aktie. Wobei es hier ja die Vorzugsaktien sind, die im DAX notiert sind mit der WKN 766403, aktuell bei 148 Euro. Zusätzlich gibt es die Stammaktien mit der WKN 766400 und es gibt ja auch noch die Porsche Automobil Holding AG, die börsennotiert ist mit der WKN PAH003. Wichtig zu verstehen ist dabei, dass diese Holding eben nicht eine Direktbeteiligung an Porsche ist, sondern trotz des Namens eine knappe Mehrheit an VW hält. Das handelt sich dabei eben um das Vehikel der beiden Familien Porsche und Piech, die darin ihre VW-Anteile gebündelt haben. Und die Porsche Holding, die börsennotiert, die darf 25% plus eine Stammaktie an Porsche kaufen beim Börsengang, um da eben auch die Sperrminorität zu behalten und das Mitspracherecht. Katar übrigens, das Emirat, will auch zeichnen. Porsche-Aktien beim Börsengang wird dann danach wohl knapp 5% an der Porsche AG halten. Bewertungstechnisch ist es so, dass es bei dieser Porsche Holding, also der mit der WKN PAH003, noch einen deutlich höheren Abschlag gibt auf den inneren Wert als bei den VW Stammaktien. Das heißt, die Porsche Holding könnte theoretisch noch stärker vom Porsche Börsengang profitieren und daher beleuchten wir die Aussichten und die Kurschancen der bereits börsennotierten Porsche Holding Aktie im neuen Aktienreport am kommenden Samstag. Wenn ihr diesen Report kostenlos lesen wollt, klickt einfach unten auf den www.aktien-report.de Link und lasst eure E-Mail-ID da, dann bekommt ihr den Report sofort nach Erscheinen am Samstag direkt in eure Mailbox geschickt. Falls ihr nicht ohnehin schon Leser des Aktienreports seid, natürlich, dann braucht ihr das nicht machen. Jetzt aber zurück zur VW-Aktie. Das Grundkapital der Porsche AG wurde jeweils zur Hälfte in stimmrechtslose Vorzugsaktien und in stimmberechtigte Stammaktien aufgeteilt und nur ein Viertel dieser Vorzugsaktien, also ein Achtel aller Aktien, die würden dann tatsächlich handelbar sein am Ende und die können auch Kleinaktionäre beim Porsche IPO zeichnen. Aber sollen wir das machen oder sollen wir vielleicht lieber die VW-Aktie kaufen? Fest steht, die VW-Aktionäre würden natürlich danach weniger Anteile an Porsche halten als vorher, aber dafür eben am Erlös, den VW aus dem IPO erzielt, mit 49% beteiligt worden via Sonderdividende. Und das soll in der HV im Dezember abgesegnet werden und wir reden hier von immerhin 7,5 bis 10 Milliarden Euro in etwa, die VW einnimmt. Das heißt, diese Dividende könnte sehr üppig ausfallen, selbst am unteren Ende der angepeilten Bewertungsspanne für Porsche wären das dann rund 15 Euro je Aktie. Wenn wir das hochrechnen beim aktuellen Kurs der Vorzugsaktien von 148 Euro, wäre das also eine Dividendenrendite von knapp über 10%. Nur durch diese Sonderdividende und weitere 6% wurden bei den Stammaktien bzw. bei den Vorzugsaktien durch die normale Dividende, die ohnehin ausgeschüttet wird, ja noch dazukommen. Sollte VW für Porsche sogar eine Bewertung am oberen Ende, also bei rund 90 Milliarden Euro realisieren, werden wir schon bei 22,50 Euro Sonderdividende und damit einer Dividendenrendite von 15%. Gemeinsam mit der regulären Dividende dann sogar bei über 20%. Also das klingt ja wirklich äußerst verlockend, müsste zugeben, denke ich. Aber der Punkt ist halt, wenn an der Börse etwas gar so offensichtlich vor den Augen der Investoren liegt, quasi auf dem Silbertablett serviert wird, dann sollte man immer ein bisschen skeptisch sein. There's no free lunch
No Free Lunch. On Wall Street heißt es ja in den USA so schön, es gibt nicht mal ein freies Mittagessen an der Wall Street, geschweige denn eine freie Dividende oder sonst etwas umsonst. Die Vorzugsaktien haben ja unmittelbar nach Bekanntgabe dieser Pläne bereits 5% zugelegt. Und die Frage ist halt, geht es wirklich in diese Richtung so weiter? Und in der deutschen Börsenöffentlichkeit wird das momentan alles tendenziell positiv dargestellt. VW ließe sich nicht vom schlechten Umfeld stoppen. Die zu erwartende Dividende sei super, ein warmer Regen für die Aktionäre und so weiter. Alles wird relativ positiv dargestellt. Das mag sein, aber das Problem ist, dass eben auch Luxusanbieter momentan unter dem aktuellen Marktumfeld leiden. Ferrari zum Beispiel, die sind ja auch seit ein paar Jahren börsennotiert, da kam die Aktie zuletzt deutlich unter Druck, seht ihr hier auch. Die notieren jetzt mittlerweile 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Das heißt, das Problem an der Geschichte ist ja, dass VW kann Porsche nur einmal in die Börse bringen. Und das Ziel des Konzerns muss es dabei sein, bei diesem einen Börsengang so viel Geld wie nur irgendwie möglich einzunehmen für die eigene Kasse. Momentan ist aber sicher nicht der beste Zeitpunkt für ein IPO. Das heißt, VW hat ja sogar seine Pläne ausgerechnet an dem Tag bekannt gegeben, an dem Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und damals hat schon der ein oder andere Analyst gespöttelt, VW müsse an seinem Timing arbeiten. Und was mir auch nicht gefällt, der neue CEO von VW, Oliver Blume, der bleibt vorläufig auch noch CEO von Porsche. Also ein klarer Interessenskonflikt. Und Fakt ist ganz einfach, VW verschenkt mit dem Börsengang zum jetzigen Zeitpunkt bzw. mit dem Verkauf von Anteilen an die Porsche Holding eine Menge Geld im Moment. Und überhaupt ist es auch typisch für VW, dass eben Herbert Diess, der alte CEO, der ja mutigerweise und richtigerweise massiv die Elektrostrategie vorangetrieben hat, bei VW deshalb nicht überlebt hat. Der Konzern ist einfach verkrustet. Jeder versucht, seine Pfründe zu wahren. Und bekannt ist ja auch, dass das Land Niedersachsen über eine Sperrminorität verfügt und auch noch kräftig mitwurstelt. Und das macht es eben aus meiner Sicht extrem schwer, aus VW wirklich einen agilen und schlagkräftigen Konzern zu machen. Und dass man jetzt so eine hohe Sonderdividende ausschütten will, egal wie man es auch sagen möchte, das halte ich ebenfalls für wenig glücklich. VW will in den nächsten 5 Jahren 89 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren. Da braucht man eigentlich jeden Euro. Wieso schüttet man dann die Hälfte der Einnahmen als Dividende aus? Klar, man will natürlich die eigenen Aktien gewisserweise attraktiv halten, was ja auch für zukünftige Kapitalerhöhungen eventuell wichtig ist. Aber wirtschaftlich sinnvoll ist diese Ausschüttung aus meiner Sicht nicht wirklich. Was gibt es Positives? Nun, klar, Porsche bzw. VW bleibt ja mit rund 75% an Porsche beteiligt, auch nach dem IPO. Das heißt, man profitiert indirekt auch weiter von nachgelagerten Kurssteigerungen der Porsche-Aktie, wenn auch nicht mehr so stark natürlich, wie das bisher der Fall wäre. Und die Bewertung der VW-Aktie ist natürlich auf Basis der aktuellen Gewinnprognosen extrem attraktiv. Das muss man ganz klar festhalten. Das KGV liegt um die 4 auf Basis der aktuellen Prognosen für 2022, wobei man eben zuletzt davon profitiert hat, dass es eine Fahrzeugknappheit gab und man kaum Rabatte gewähren musste. Das heißt, das hat sich positiv auf die Margen ausgewirkt und das wird sich auch wieder ändern und sogar ziemlich schnell wieder ändern wahrscheinlich. Trotzdem, die Aktie bleibt sehr attraktiv bewertet und bietet dadurch mittelfristig durchaus Aufwärtspotenzial, falls sich die Konjunktur irgendwann wieder fangen sollte. Also nicht, dass es ein schlechter Zeitpunkt wäre, die Aktie zu kaufen, aber wirklich begeistern kann ich mich für die VW-Aktie nicht. Vielleicht gibt es einen kleinen Hype vor dieser Sonderausschüttung, die eigentlich ja gar keinen Sinn macht. Also wenn ich die VW-Aktie jetzt kaufen würde, dann nur als Spekulation auf ganz kurzfristige Kursgewinne bis knapp vor der Ausschüttung dieser Sonderdividende. Und ich würde dann wieder verkaufen, bevor die Dividende tatsächlich ausgeschüttet wird. Denn danach könnte erstmal Tristesse herrschen beim Aktienkurs. Ähnlich zum Beispiel wie bei Alstria Office im Immobilienbereich. Die haben auch eine starke Sonderdividende ausgeschüttet und die Aktie ist danach massiv abgesackt. Also noch viel stärker, als es dieser reine Dividendenabschlag eigentlich hätte erwarten lassen. Und es war in der Vergangenheit immer wieder so nach der Ausschüttung von Sonderdividenden bei anderen Aktien. Wenn, dann halte ich eher die Porsche-Aktie selber für attraktiv, wenn der IPO-Preis relativ niedrig liegen sollte. Porsche ist ja bisher schon die Cash-Cow im VW-Konzern und durch die größere Unabhängigkeit von VW, das sollte
sollte Porsche absolut nutzen und die operativ weiter voranbringen. Und, aber wie gesagt, nur dann, wenn halt dieser IPO-Preis eher am unteren Ende der geplanten Spanne bei Porsche liegen sollte. Oder man schaut sich natürlich eben die Porsche Holding Aktie an. Und genau das machen wir ja, wie gesagt, am Samstag im neuen Aktienreport. Also einfach unten auf den www.aktien-report.de Link klicken und diesen Report sichern. Wenn ihr mehr zu Porsche Holding wissen wollt, die wie gesagt mit dem höchsten Abschlag auf den inneren Wert von allen Aktien des VW-Universums notiert, wenn man so will. So viel mal an der Stelle zu diesem Themenkomplex. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Es wird spannend bleiben, wie sich das weiterentwickelt. Bis dahin mal vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Video kommt am Sonntag, wenn ihr mögt. Ich bin Armin Prag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.